nice. Je weiter wir nach Aberan kommen. Ach, deine Strand wahrscheinlich auch schon verloren. In Lundal. Wenn der eine Teil komplett zerstört ist, zerfressen hier von der Schlange. Die andere ist überschwemmt. Die andere Seite ist überschwemmt von Wütern und auf der anderen Seite sind irgendwelche albtraumhaften Monster. Das finde ich gut. Wird immer absurder. Sieht so aus, als wären bald alle bereit zum Aufbruch, sagt Alba. Die Verwundeten werden so gut versorgt, wie es hier draußen möglich ist. Wenn du hier noch etwas zu erledigen hast, dann tu es jetzt. Wirft einen geschnitzten Stock hoch. Und ich glaube nicht, dass wir hier herauskommen, ohne noch einmal mit dem alten Mann gesprochen zu haben. Ich glaube, sein Name ist Yosur. Scheint, als hätte er vorübergehend die Führung übernommen, seit der Statthalter getötet wurde. Okay. Habe ich Verletzte? Ich habe keine Verletzten. Ich habe eine Menge Leute, die aufsteigen könnten. Ivar braucht aber 15. Ein paar Leute könnte ich schon auf 5 bringen. Eirik befördern. Das wäre halt keine schlechte Idee eigentlich. Den könnte ich robust machen. Das wäre echt gar nicht so schlecht, wenn der robust wäre, wenn der dann hier Stärke Schaden abwenden könnte. Rede ich ja so mit ihm. Roech sieht unruhig aus, als du dich näherst. Bist deine Worte bedacht und sprichst langsam. Warum hast du die anderen Pferdebürtigen angegriffen? Anschließend musst du unseren Befehlen folgen. Dein Blick springt hin und her und er wiederholt langsam und laut seine Worte, bevor sich seine Antwort zurechtlegt. Andere wie ich. Falsch. Freund, nein. Du siehst Otlef an, um zu sehen, ob sie versteht, doch sie schüttelt nur ihren Kopf. Kämpfen, Freund, nein. Andere, falsch. Dass sie bekämpft, weil sie nicht deine Freunde sind. Studiert angestrengt die Bewegung von Otlefs Lippen. Freund, nein. Ich will mehr über dich und Eldrio wissen. Eldrio? Er schlägt mit seinem Schweif und richtet sich stolz auf. Eldrio, Frau. Ich ihres, sie meins. Wenn es entfiel, wieder stark, Junges für Eldrio und ich. Sieh dich mit hochgezogenen Augenbraue an. Ein selbstbewusster Mann, der für eine Familie sorgen will. Das ist irgendwie attraktiv. du räusperst dich und erwiderst Roechs Blick. Anschließend musst du unseren Befehlen folgen. Deine Worte nicht zu verstehen, doch dein Tonfall lässt ihn einen Schritt zurück machen. Du steckst dich in Schwierigkeiten, aber wir sind eine Herde. Rook ist unser Anführer. Zeigt auf dich und spricht langsam. Wir folgen Befehle des Anführers. Du befolgst Befehle des Anführers. Kannst nicht sicher sein, wie viel Roech versteht, doch er nimmt eine aufrechte Haltung ein, er grunzt und tritt mit einem Huf Dreck in die Luft. Das scheint ihm nicht zu gefallen, oder? Nein, aber er wird es schätzen lernen. Du liest deine Worte mit Bedacht und sprichst langsam. Ich bin froh, dass ich mit dir sprechen konnte. Roech starrt dich einfach nur an. Alle sind von der fehlenden Kommunikation peinlich berührt, weshalb ihn anlächelst. Vielen Dank. Dank. Er stapft ein paar Male auf den Boden und trabt dann davon. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es verschiedene Herden gibt, wie unsere Clane, die sich nicht vertragen. Vielleicht war die Herde, die Lunda angegriffen hat, ein ungewöhnlicher Feind. Vielleicht. Sie lächelt und lässt sich verwirrt stehen. Otlef ist schon so eine schwierige Person. In gewissem Maße. Ah, plus 1. Ansehen. Ja, nein. Damit ich den einen Tag voll habe. Das war's also. Du gehst einfach und wir müssen zusehen, wie wir zurechtkommen. Du weißt, dass wir nach Aberan gehen. Ich habe mich unmissverständlich ausgedrückt. Aber was ist, wenn diese Wüte zurückkommen? Oder die verseuchten Pferdebürtigen?
Bei den Pferdebürtigen bin ich mir nicht sicher. Aber wir müssen bestimmt noch mit den Wütern rechnen. Aber warum? Warum haben sie es auf Lunde abgesehen? Sie fliehen vor etwas, genau wie wir. Darüber nachzudenken. Aber du läufst vor ihnen davon. Vor wem laufen sie davon? Das würden wir alle gern wissen. Josuas Augen und blicken unruhig umher. Heißt das, wir dürfen mit euch mitkommen? Du denkst über seine Bitte nach. Euer Banner mit dem unseren zu verbinden. So viele Leute können wir nicht ernähren. Ihr alle, wie viele seid ihr denn? Nun lass mich nachdenken. Es sind rund 200 von uns Clanmitgliedern, weil du die Häuser gerettet hast. Wir können viele Vorräte mitbringen, denn der Markt ist doch intakt. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Komm, ich nehme die mit. Betrachtet uns als Verbündete. Es geht um die Menschen von Lunda und du sorgst besser für sie, als ich es jemals könnte. Großartig, dann wäre das ja geklärt. Josu, was kannst du uns über den alten Wald erzählen? Dort willst du hin, mit so vielen Leuten? Als er dich nicken sieht, presst er die Lippen zusammen und knirscht mit den Zähnen. An diesem Ort gehen seltsame Dinge vor, geschehen die seltsamsten Dinge. Leute verschwinden oder tauchen plötzlich wieder auf und sind überglücklich. Ist das gefährlich? Ihr seid in eine Stadt einmarschiert, die von Pferdebürtigen und Wütern angegriffen wurden. Ich bin mir nicht sicher, was ihr unter gefährlich versteht. Das soll wohl heißen, dass wir es bald herausfinden. Du stimmst zu und rufst zum Aufbruch. Okay. Rasten muss niemand. Wo steht denn hier Leaf? Wo kann ich ihr denn verlassen? Oh hey, cool, ich kann hier die Map schieben. Das wusste ich gar nicht. Was geht wieder zurück? Ach, da steht Leaf. Ah. Für den Ruger wahrscheinlich gar nicht gefallen, dass ich hier noch wieder neue Leute mitgebracht habe. Aber ich kann die zu Kämpfern ausbilden. Die Hälfte von denen auf jeden Fall. Oh, das sind auch Pferde, Leute. Sieht man die eigentlich auf der Map? Also hier? Die drei, die ich da mitgenommen habe? Eine Gruppe aus 2000 Menschen, alle abgemagert und schmutzig, räumt den Weg, um die Karawane passieren zu lassen. Bitte, sagt ein junges Mädchen. Habt ihr vielleicht etwas zu essen? Ihre Mutter wendet den Blick ab und zieht das Mädchen am Arm, um es zum Schweigen zu bringen. Was tut ihr denn hier draußen? Unsere Häuser wurden niedergebrannt, sagt ein Mann. Er hustet. Die Feiglinge hatten nicht mal ein Banner. Jetzt suchen wir einfach nach einem sicheren Ort für einen Neuanfang. Uns geht es nicht anders, aber wir können nichts erübrigen. Als den Menschen vorbeigehst, hörst du die Worte des Dankes. Du weißt, dass einige der Clanmitglieder von ihren eigenen Vorräten verschenkt haben. Vielleicht wird das die Gruppe am Leben erhalten, vielleicht wird es ihr Leid nur verlängern. Ich weiß es nicht. Das Geflüster der Clanmitglieder wird mit jedem Schritt auf den farbenfrohen, beängstigten alten Wald lauter. Hier führen nur Tierspuren hinein, sagt Ivor. Für so viele Menschen, das gefällt mir nicht. Sieht aufgebracht nervös aus, als du dich umsiehst, bemerkst du, dass die anderen Wahl und sogar die Pferdebürtigen sich ähnlich verhandeln. Das gefällt uns nicht, wenn es so eng ist wie hier, sagt er und beobachtet dich. Kein Platz zum Bewegen oder Kämpfen. Wieder ein Ort, an den ich nicht gehöre. Du findest Ivers zunehmende Sorge, nutzlos zu sein, seltsam. Doch du behältst es für dich. Trotz all seiner Erhabenheit und Geschichte voller legendärer Jagden, wirkt das dichte Blätterdach und die von Sporen erfüllte Luft des alten Waldes unheimlich. Oh Gott, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was das ist. Da gibt's so ein, da ist wahrscheinlich so ein, oder die Bäume geben wahrscheinlich so eine Art Aphrodisiakum ab. Das erinnert mich an diese, an diesen Trade aus Stellaris mit einigen Welten, die quasi hier solche berauschenden Sporen abgeben, also die allgemein auf der Welt sind und die dann sehr berauschend wirken und die Leute dann quasi drogenabhängig sind.
Ihr fällt auf, dass die bunten Flecken in der Luft in dieser Gegend plötzlich besonders zahlreich sind. Plötzlich macht die Karawane Halt. Die Leute sehen einen Mann, der laut weinend auf eine Blume starrt. Die ist einfach so perfekt, sagt er. Ich bemale und schnitze Runen. Aber auf diese Blume habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Die Zuschauer nicken nun mit Tränen in den Augen. Du bist nicht sicher, was du tun sollst. Die Blume untersuchen. Warum ist die perfekt? Sie würde das nicht verstehen. Farben haben eine Bedeutung und das Licht ist einfach perfekt. Die anderen stimmen zu und scheinen sich durch die Frage beleidigt zu fühlen. Gehen wir weiter. Aber mein Leben hängt an dieser Blume, sagt der Mann. Die anderen fangen an laut zu weinen. Hakon kommt vorbei, betrachtet die Szene kurz und geht dann kopfschüttelnd weiter. Gut, aber wir gehen jetzt, sagst du. Mehrere Menschen bleiben mit dem Mann zurück. Die anderen reißen sich aber los und schließen sich der Karawane wieder an. Du bist nicht sicher, was du von der Sache halten sollst. Weirde Geschichte an der Stelle. Oh, Edinbecker. Okay. Es sind die Cracks, ruft eine Kundschafterin. Sie verfolgen uns. Die Frau hinkt, ein grober Pfeil ragt aus ihrem Bein. Hörner klingen an der Spitze und am Ende der Karawane. Zwei Angriffe gleichzeitig. Ach Gott. Hakons Schildmeister Mogre hört das zufällig und sagt, die Wölfe des Nordens jagen so. Man zieht sich zurück und verteidigt die Flanken, während man darauf wartet, dass sie einen Fehler machen. Dann zahlt man es ihnen heim. Er zuckt mit den Schultern. Du bewegst dich aber ein bisschen langsamer. Du entscheidest, was zu tun ist. Langsam mal werden und die Reihen schließen. Wenn sich auf die Angriffe hinter euch kämpft, an beiden Enden und schicken und die Attacken abwehren. Um die Kräfte zu teilen, hat die Zahl eurer Verwundeten und Toten in die Höhe getrieben. Der Feind genau auf diese Reaktion gehofft. Oh, dammit. Minus 4 Wahl. Oh, okay. Ein plötzliches Grollen in der Erde ist so stark, dass du dich an einem Wagen festhalten musst, um nicht zu fallen. Nach dem Beben bemerkst du ein weinendes junges Mädchen, das von ihrem Bruder in den Arm genommen wird. So ist es hier nun einmal, sagt er. Deshalb musst du nicht weinen. Otlife sieht besorgt aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich die richtige Einstellung ist, sagt sie. Sie müssen sich nicht die ganze Zeit sorgen. Allerdings sind sie auch nicht mehr die ganze Zeit vorsichtig. Welchen Sinn hat Vorsicht, sagt Alva. Sieh dich um. Wenn es wirklich diese riesige Schlange ist, die die Beben verursacht, könnte sie nur ein falsches Entfernen sein. Doch wegen all den Bäumen werden wir es nie wissen. Seine Worte nehmen dir nicht die gewaltige Angst, die deinen ganzen Körper füllt. Viele bemerken den leichten Rauchgeruch nicht. Nur du und ein paar andere, einschließlich der Pferdewürdigen. Es kommt aus dem Süden, sagt Alva. Edinbecker, wenn die Karte stimmt. Wir werden einige Zeit brauchen, um dorthin zu kommen. Groech und Derdrinjo geben zornig klingende Laute von sich und deuten auf Fußabdrücke, die durch den Wald nach Süden führen. Clanmitglieder beobachten sie mit Sorge. Überlegt, was zu tun ist. Wir können ja nicht alle retten. Was machen die Pferdewürdigen? Groech wendet dir den Rücken zu. Derdrinjo strengt sich an, deine Worte zu verstehen und sagt schließlich, zerstören. Dein verwirrter Blick ruft Skatach herüber. Diese Herde, er zeigt auf die Hufabdrücke. Feind. Groech hasst Trigekan T. Du kannst das letzte von ihm gesagte Wort und die Leute danach nicht verstehen. Böser Anführer der Dinge will, alle Dinge kaputt, verbrannt, fast töten, Groech, dann dich treffen. Wir können nicht alle retten. Mal sehen, ob wir helfen können, komm. Wir verstehen deine Worte zwar nicht, aber deine Bewegung in Richtung des Dorfes lässt Derdrinjo nach vorne schnellen. Nur Groech kann sie zurückhalten und sie in der Nähe der Karawane halten. Wie huften Plünderer haben deine Ankunft durch den Rauch nicht erwartet. Einige schließen sich zusammen, um sich aufzuhalten, während andere mit einer blauen Kriegsbemalung in den umliegenden Wald flüchten. Oh, okay. Ah, die kann ich da gar nicht rausnehmen. Okay, das ist ja... Das ist ja nicht so schlecht.
nehme ich mit rein. Eira. Mit Hakon. Ich könnte aber auch Eirik reinnehmen. Er kann einfach den Bären holen. Er holt einfach den Bären. Komm hier. Eirik. Komm, ich probiere es nochmal mit Eirik. Auch wenn ich nicht klar, wenn ich nicht allzu große Hoffnungen habe, aber. Bereit. Oh. Er ist ein großer. Wie kann ich die auch wieder nicht nehmen? Was ist denn das? Doch abfuck. Der hat keine Ranged Waffe. Ich halte ihn aber mal ein bisschen weiter hinten. Okay, sie hat also auch keine Fernkampfwaffe. Giftwert. Ja, und Giftschaden über Zeit. Bewegt durch die. Bewegung durch eine. Doch die Einheit ist möglich. Okay. Ich weiß halt nicht, wie weit die laufen können. Oh, widerstanden, okay. Bam. Ja, bleibt da mal stehen. Rook. Wenn ich mit Rook ein bisschen vorgehe, aber ich könnte auch gucken, dass ich mit Rook auf die kleinere, aber der hat 20 Stärke. Rook, du hast 15. Aber wenn ich mit Rook jetzt vorgehe, er könnte halt Rook einfach treffen. Aber wenn er da noch 60, könnte ihm 6 Schaden. Naja, okay, das geht noch. Ich habe halt leider nicht so viele Wahl dabei. Ich gehe jetzt mal mit Ivar vor. Ivar ist hier der Tank in der Stelle. Und er haut den einfach raus. Eirik, ruf deinen Bären! Er greift den Bären gleich an. Und der Bär geht dahin. Und er greift jetzt. Komm, er greift den Weißen da an. Okay, er greift Luke an. Ah nein, er greift den Bären an. Oh, okay. Ich hätte mit ihm vielleicht ein bisschen anders laufen sollen. Wie sie alle auf Rook gehen. Ha. Richtig gut Fernkampf hier. Die nimmt sie auf jeden Fall mal raus. Die sind aber auch wirklich richtig gut widerstandsfähig. Mit ihm habe ich ja schon. Boah, der arme Bär. Rook braucht mehr Willenskraft, ich sehe es schon. Aber ich finde es unfair hier. Wir handeln den Bären einfach richtig schlecht. Oh, da oben kommen noch welche. Okay. Verstärkung für die Gestorbenen. Eirik, ganz sneaky.
Scheiße. Die Frage ist, wenn der Bär jemanden tötet, geht es dann auf Eiriks Kappe? Geht es dann auf Eiriks Nacken? Ja, ist betäubt. Scheiße. Nicht der Bär! Nein! Nein, ich wollte ihn doch behalten. Er sollte doch den Kampf carryen. Wieso der Bär? Ah, Robustheit. Er hat widerstanden. Kann die töten? Nein. Aber die kann hier beim Schaden reinhauen. Beim Großen. Au, das tut weh. Machen lustige Geräusche. Shit, Luke hat ja gar keine Willenskraft mehr. Autsch. Wieder alle auf Eirik. Der arme Eirik, ja. Plus eins ansehen. Goldenes Zaumzeug. Oh. Zehn. Alles klar. Über dieses alte Reitzeug ist nur wenig bekannt, aber es wurde in den Ruinen eines zerstörten Lagers der Pferdemenschen gefunden. Hätte ich mehr Ding bekommen. Aber vielleicht kommen die dann auch mit mir. Als die plünderten Pferdewürdigen besiegt sind, löschen die Wahl und die Clanmitglieder schnell alle Feuer im Dorf. Wir können dir niemals genug danken, sagt der Dorfälteste. Doch wir werden im Wald und auf den Hügeln von deinen Taten hier zählen. Vielen Dank. Der Stadthalter sieht dich aus der Ferne an und nickt einmal. Okay. Komm hier, gute Moral. 3 für... ein Ansehen 3. Ein Tag mehr.